Lebendig. Im Guten. Heute nehmen wir Abschied. Wenn auch nur für kurze Zeit. Denn wir alle werden uns im Hause des Herrn wiedersehen. Zuhören ist ein Talent, weißt du? So. Das war der Plan eigentlich. Haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit, Leichen nicht leichenlos zu werden? Nein? Ich wusste doch, nun geht's. Bleib doch mal liegen, du spürst so viele Funken. Ja, komm. Ich darf nicht quick hacken, das ist ja. Danke. Nein, ich wollte nicht. Oh, goddammit, verdammt. Dann beenden wir es so. Wenn wir schon dabei sind. Ein paar Gratis-Eddies. Ich meine, hier sind ja sowieso grundsätzlich Kriminelle am Werk. Deswegen fühle ich mich jetzt da noch nicht schlecht. Abgesehen davon, ich glaube ja eh alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Lass sie an. Ich hätte das auch so machen können. Frage ist, wie wir jetzt am besten rauskommen, ohne großartig Probleme zu bereiten. Kameras aus. Sieht aus, als würde jemand ärgern. Kommst du durch die Tür? Okay. Das war vielleicht nicht so der schlauste Move. Ich wollte nur wissen, ob er davor steht. Und du auch. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Ja, das ist ein Knüppel. Aber das hier ist ein Messer. Das müssten ja eigentlich alle gewesen sein.
Sonst noch jemand eine Beerdigung braucht? Nein? Okay. Hätte besser laufen können, aber ist es gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja klar. Falsche Seite. Dann bist du relativ nah. Du bist ein Geschenk des Himmels, wie. Der dämonbesessene Splitter ist unterwegs zum Kunden. Dein Geld zu dir. Auftrag abgeschlossen. Ja, klar. Ja, klar. Auftragsart Captain Money. CCTV-Aufnahmen stehlen. Etwas ist faul in der Stadt der Träume. Eine Reihe von Selbstmorden, eine Welle von selbstzerstörerischen Verhalten. Diese Seuche trifft vor allem Politiker, Konzerne, Journalisten und Polizisten. Das letzte Opfer war Sona Barnes, eine Journalistin, die auf der Schiene der Memorial Park Station gestürzt ist. Offiziell wurde ihr der Tod als Suizid eingestuft. Doch Barnes Eltern sagen, dass ihre Tochter dort einen Verwandten treffen wollte und versichern, dass sie niemals Selbstmord begangen hätte. Ich weiß, das sagen alle Eltern über ihre Kinder. Anscheinend gibt es noch kein klares Urteil. Niemand weiß genau, was passiert ist, weil die Aufnahme der Überwachungskamera alle vollständig gelöscht wurden. Barnes Eltern haben die Zeugen ausfindig gemacht, aber sie wollten nicht reden. Noch relevanter, Militech hat großes Interesse an der ganzen Angelegenheit gezeigt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Begib dich zur Station, hacke den Server und lade alle verfügbaren CCTV-Daten runter. Meine Koryphäen werden dann versuchen, die gelöschten Aufnahmen wiederherzustellen. Pers übrigens saß Zola zu dem Zeitpunkt an einer Story über Bretton Norwood, einem Militech-Fan im Stadtrat von Night City. Sieht leider so aus, als ob die Story niemals veröffentlicht wird. PPS, transferiere dir Militech-Autorisierung, damit du die Station kommst. Nein, tust du nicht. Achso, ausschalten, ablenken. Man kann die Dinger also auch als Ablenkung benutzen, wenn man sie direkt bedient. Gut zu wissen. Militech. Achso. Befehl, Eliminierung. Wir haben Edith Kutaga in Gewahrsam genommen, erwarten weitere Anwesenden, können Sie bestätigen, dass abgehört getragen hat. Bestätigt, verstanden, eliminieren Sie Edith Kutaga wegen terroristischer Aktivität, motiviert durch Antikonzern- und Antikapitalismus-Ideologie. Oh, Roger. Ja, wäre zu einfach gewesen. So, wo ist die 40 Meter in die Richtung? Wäre tatsächlich sogar hier das Eck. Was seid ihr?
Arbeiter, keine Zugehörigkeit. Kann ich so an euch vorbei, einfach nur, weil ich es kann? Hey, Chuba, wie geht's um euch? Aufgrund des jüngsten Vorfalls bei dem Sicherheitspersonal von Militech, die total verstümmelt hatten, bittet das NCPD Militech um Unterstützung beim Ermitteln der Täter. Hätten die wohl gern. Hattet ihr nicht über so. Okay, I see. Was hast du? MEI, LIQ, keine Zugehörigkeit, okay. Dann versuchen wir euch doch mal auszuschalten. Ich hätte euch breachen sollen, ich hält. Erst breachen, dann Dinge tun. 55, BD 55, ED, BD, BD. Komm schon raus, ich tu dir nichts. Ach, die da draußen kriegen jetzt auch ihr Fett ab. Schade. Du hast fast keinen Schaden gekriegt. Da habe ich nicht schnell genug regeneriert. Gut zu wissen. So funktioniert das also nicht. Ja, das ja. Sunny Somalia. Wenn die zusammenhängen, dann kann ich es ja bleachen. Das wäre eigentlich meine gute Idee, wa? Ne? 7A1C 55 55 1C, 1C, Borg, kein 7A, naja gut. Macht das nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus! Nein, ich bleib hier draußen. Bleib du da einfach drin. Okay. Ich habe das Gefühl, ich wurde gehackt. Jetzt lohnt sich auch kein Ablenkungsmanöver mehr, würde ich behaupten. Glaubst du echt, du hast eine Chance? Ich finde es immer wieder lustig, dass sie rausfinden, dass ich eine Sie bin. Feuer! Dass sie mich auf die Entfernung töten. Okay, es gibt noch Sicherheitsroboter. Gut zu wissen. Und zu langsam. Eindeutig zu langsam. Alternativplan. Versuchen wir es mal mit dem Alternativplan. Wo kommen die beiden Roboter her? Absolut. Nein, dabei können wir es nicht belassen. Scheiße, er hatte seine Uniform an. Gut, Streifenpolizisten. Von den beiden da draußen weiß ich ja, wenn ich einfach nur dran vorbeirenne, ist denen das vollkommen wurscht.
den Belek. C55 1C. Ah, das klappt schon wieder nicht. Nicht einbrechen wollten. Haben wohl nichts zu tun. Hätte ihr was, wenn das nicht tun für zu euch. Oh, das war jetzt nicht der Plan. Sorry. Ich wurde eigentlich, ja. Das könnte vielleicht auch Probleme entfernen. Komm schon raus, ich tu dir nichts. Feuer! Achtung, Eigenbeschuss! Ich glaube, das war meine Cyberpsychose, die da gerade gestorben ist. Eigentlich wollte ich doch mal breachen, aber er stand im Weg und ich hab's nicht gecheckt. Ah, bester Player EU West oder so. Schon. Warum? Ich hätte den da nehmen können. Hätte mir weitergeholfen. Dann warten wir fix, bis das Breach wieder durch ist. Alternativ geben wir dem doch mal einen Selbstmord. Das sollte relativ fix gehen. Wie viel Quick-Hex-Loss hast du inzwischen? Viele. Ich weiß gar nicht mehr, wo man es sehen konnte. Konnte das hier? Nee. Was beim Charakter? Hier Jens. Oh, ich habe wieder drei verfügbare Slots. Wenn wir das mal ganz kurz. Bringe die für Geräte Quick-Hacks erforderlich bei den Kosten. Ja, mag ich auch sehr gerne. Ansonsten hätte ich gerne mal einen Reflex. Okay. Der Selbstmord hat ihn nicht geselbstmordet. 23 habe ich. Da stand's. Also ein paar. Du echt, du hast eine Chance? Ja. Unter Kontrolle. Naja, fast. Ergib dich. Oh oh. Puh, Glück gehabt. Foreign Blood. Auch ein schönes Plakat. Feuer frei! Oh. Da kommen die Robots.